Hallo und herzlich willkommen bei Game Over Brettspiele. Schön, dass ihr hier gestrandet seid. Sehr schöne Referenz auf eines der ersten Videos. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt die Anmoderation machst. Egal. Herzlich willkommen bei Game Over Brettspiele bei meinem 500 Abonnenten Spezial. Ich habe ja vorher mal angekündigt, zig Videos davor, dass es so eine Art Fragensammelvideo, Vorankündigungsvideo gibt, in dem ihr mir Fragen stellen könnt und auf die Fragen von anderen antworten könnt. Das ist passiert und jetzt ist der Zeitraum vorbei und ich habe mich dazu entschieden, alles zusammenzusammeln und diesen Fragen jetzt zu stellen. Und ihr habt es ja vielleicht gerade schon gehört, ich bin heute nicht ganz alleine, alleine vor der Kamera, aber hinter der Kamera habe ich Unterstützung. Willst du dich mal kurz vorstellen? Nein. Nein. Noch nicht? Ja, erst bei 1000 Abonnenten. Ja, die Leute, die sollen ja auch arbeiten für ihren Content. Okay, gut. Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Ich habe die Fragen eingeteilt in drei verschiedene Kategorien. Einmal in Persönliches, die kommen zuerst. Dann kommen die Brettspielfragen. Und am Ende haben wir noch die schwierigste Frage, die zu beantworten war. Dann beginnen wir mal, oder? Mhm. Okay, was erwartet mich? Game over! Ja, einige schöne, lustige und interessante Fragen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit einer persönlichen Frage. Da will ich den ganzen Kommentar vorlesen, weil der einfach so cool formuliert ist. Und zwar schreibt Carsten: Ich habe alle meine Agenten entsandt, um herauszufinden, wie du heißt. Dazu habe ich einen Quacksalber angedroht, so viele Knallerbsen in seine Kerze zu werfen, bis er explodiert. Es war hart an der Grenze, ihm etwas zu entlocken, doch bevor er es geknallt hat, hat er mir Zug um Zug etwas verraten. Da dies zusätzlich von einem Fremden, der nicht genannt werden will, bestätigt wurde, vermute ich mal, du heißt Klaus Bärbel. Wenn es doch nicht stimmt, tja, dann will ich mal weiter das Zepter schwingen. Liebe Grüße. So, also ich finde, okay. Klaus Bärbel passt schon mal sehr gut zu dir. Was? Und ist die Frage, hörst du auf den Namen oder doch eher auf Klaus oder nur Bärbel? Ja, eigentlich eher Bärbel Klaus, da fühle ich mich mehr drauf angesprochen. Und Carsten, schick mir mal die Kontaktdaten von diesem Unbekannten, der dir das erzählt hat. Das würde mich doch mal brennend interessieren. Jetzt waren jetzt mehrere Fragen, ne? Die muss ich ja erstmal ein bisschen auseinander dividieren. Kommen wir erstmal zum Klaus Bärbel. Da muss ich sagen, das ist nicht ganz richtig. Klaus Bärbel heiße ich nicht. Die meisten haben, oder viele wissen es vielleicht auch schon, ich heiße Fabian, von daher doch mal, würde ich mich vorstellen. Und was war nochmal die andere Frage? Das war jetzt so viel Text. Das war eigentlich Carsten, einzige. Schreibt kürzere Kommentare. So viel RAM habe ich nicht. Das war eigentlich die einzige Frage, die da drin steckte. Okay. Aber im Anschluss kommt noch eine Frage. Und zwar, wie lange sitzt du denn neben dem Spielen selbst am Videoschneiden in der Woche? Okay, eine technische Frage. Es kommt immer so ganz auf das Video an. Also beispielsweise so ein Video, was spontan ist und auch relativ kurz. So meine kürzesten Videos waren ja zum Beispiel diese Amazon-Videos, die ich gemacht habe, als der Prime Day war. Da habe ich zufällig mitbekommen, der ist gerade und das war so ein Spontaneinfall. Und da war ich relativ fix mit dem Schneiden. Das habe ich in einer bzw. zwei Stunden höchstens gemacht. Das ging relativ flott. Dann gibt es aber auch andere Videos, die rauben mir ein bisschen mehr Zeit. Zum Beispiel gibt es da ein Video, da habe ich mir besonders viel Mühe gegeben. Leider waren die Aufrufzahlen nicht so hoch entsprechend der Mühe. Das war, was waren das nochmal? Das waren meine 10 goldenen Regeln zum digitalen Brettspielabend. Da habe ich mit sehr vielen Effekten gearbeitet, viel ausprobiert. Und da saß ich dann wirklich vielleicht so 6-8 Stunden an dem Video. Das war wirklich zeitaufwendig. Vor allem das Schneiden war ja nicht das Einzige, was ich da machen musste, sondern ich habe mir auch im Vorhinein halt diese 10 Punkte auch überlegt, die ein, zwei Wochen vorher mir so kleine Skripte, beziehungsweise ein kleines Skript zu dem ganzen Video geschrieben und auch überlegt, in welcher Reihenfolge mache ich das und was mache ich da für Einspieler und so weiter. Und das nimmt natürlich auch nochmal ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber im Schnitt würde ich so sagen, für ein Video, ja, wenn es mal ein kurzes, mal ein längeres ist, brauche ich so 4 Stunden, würde ich sagen, ja. Okay, das war ja eine sehr ausführliche Antwort. Dafür kennt man mich. Ich bin der König der ausführlichen Antworten, auf jeden Fall. So, jetzt kennen wir ja schon deinen Namen, Klaus Bärbel. Dann ist die nächste Frage, in welcher Region du wohnst. Frechheit. Aus welcher Region komme ich? Wer hat denn die Frage nochmal gestellt?
Ich kann es leider nicht aussprechen. Das meine ich, war Sral, ne? Ja. Lies mal rückwärts. Ah, warte. In der Lars. Ja, der Lars. Ah. Der versteckte Sral. Ja, die Frage bekomme ich einfach zu beantworten. Ich bin wohnhaft im Ruhrgebiet, da wo alle guten Brettspiel-YouTuber halt herkommen. Und ja, machen wir diesmal nicht so eine umschweifende Antwort, so eine ausschweifende Antwort, ne? Alles klar. So, dann zur nächsten Frage. Da kommt vorher noch ein bisschen Geschleim von Miguel. Und zwar sagt er, herzlichen Glückwunsch, das ist voll verdient. Und dann fragt er, welche anderen Hobbys du neben dem Spielen hast. Ja. Und da kamen auch noch ein paar Vorschläge aus der Community. Unter anderem Gummistiefel weitwerfen, High Heels Wettrennen und Zehenwrestling. Was sagt ihr davon am meisten zu und was für Hobbys hast du sonst noch so? Also eigentlich wollte ich ja meine Profikarriere als High Heels Schnellläufer starten, aber aufgrund... Was hat dich daran gehindert? Ja, was hat mich daran gehindert? Ich glaube, zum Großteil war es einfach meine Schuhgröße. Da findet man keine High Heels, deswegen musste ich das Hobby schon in früher Kindheit an den Nagel hängen. Was ich stattdessen gemacht habe, außer der Brettspiele, ist, ich habe in meiner Jugend oder jetzt auch immer wieder noch hin und wieder sehr viel Tennis gespielt, Badminton spiele ich auch, also viele Schlagsportarten. Im Winter gehe ich ganz gerne mit meinem Vater in die Skigebiete und da machen wir die Pisten unsicher. Ich mit den kleinen Snowblades, beziehungsweise manchmal auch Skiern oder alternativ mit dem Snowboard und... ja, wenn es gerade nicht Winter ist und ich da nicht boarden kann, dann boarde ich trotzdem, nämlich auf meinem Longboard. Vielleicht es hat sich das mit dem Longboard ja auch schon unfreiwillig rumgesprochen und der ein oder andere hat davon erfahren. Ja, Longboarden ist auch ein großes Hobby von mir und ja, das ist so im Großen und Ganzen. Ja, dann so ein paar Standard-Hobbys, die viele haben, wie Fitness oder ich spiele auch ganz gern Videospiele neben dem Brettspielen, also digital bin ich ja auch unterwegs und... Ja, generell alles, was mit Spielen zu tun hat, dafür bin ich zu haben. Also innerlich auf jeden Fall ein Spielkind geblieben, auch hobbymäßig. Okay, dann geht die nächste Frage in ein bisschen andere Richtung. Und zwar lautet die Frage, wer ist dein größtes Vorbild? Ja, da kommt wieder ein bisschen Geschleimer von Miguel. Und der alte Schleimer Miguel. Das ist eine gute Frage. Grüß dich. Der Kanal ist so einzigartig, dass du schon gar kein Vorbild hast. Oh. Und Trick23 schreibt, eindeutig Chuck Norris, ja, vielleicht hast du ja doch ein Vorbild, von dem du uns erzählen möchtest. Okay, also, zusammengefasst, einer vermutet Chuck Norris und der andere schleimt, ne, wie du sagst, und sagt, ich bin so einzigartig, ich brauche kein Vorbild. Ja, die Frage mit dem Vorbild, die ist echt schwer zu beantworten, finde ich, weil so ein Vorbild, dem man so blind folgt, das finde ich immer schwierig. Also es gibt viele, viele interessante Menschen da draußen, viele, die man sich als Vorbilder nehmen kann, die gute Eigenschaften haben. Aber letztendlich ja, gibt es ja keinen, der so perfekt ist, wo man sagt, der ist so perfekt, den muss ich jetzt 1:1 kopieren. Zum Beispiel für diese kleinen Vorbilder? So kleine Vorbilder, ja, es kann ja schon in der Familie so anfangen, wenn man sagt, okay, wenn jemand von seinen Eltern zum Beispiel, wenn man sagt, okay, mein Vater, der ist sehr diszipliniert oder sowas, das ist so eine Eigenschaft, die toll ist. Oder in der Uni, da hatten wir auch einen, der ist super clever gewesen, der konnte sich mit einmal durchlesen, die schwierigsten Rechenoperationen merken und die wiedergeben und uns beibringen. Das hat mich inspiriert, das fand ich klasse und das war auch ein Vorbild von mir, ohne dass das jetzt so eine berühmte Persönlichkeit war. Klar, berühmte Persönlichkeit, man schließt ja so schnell auf Schauspieler und sowas, aber manchmal findet man auch viele interessante kleine Vorbilder im nächsten Umfeld. Sehr philosophisch. Ja, die Frage ist auch sehr philosophisch. Also. Und glaubst du, dass du selber auch ein Vorbild für manche bist? Steht die Frage da auch? Nein, das ist ein Spontananfall. Ob ich ein Vorbild für andere bin? Boah. Was glaubt ihr denn? Was denkt die Community? Nein, weiß ich nicht, ob ich Vorbilder für andere bin. Vielleicht. Keine Ahnung. Würdest du gerne ein Vorbild sein? Ja, wenn klar, wer würde das nicht sein? Wenn jemand ein Vorbild ist, dann heißt das ja, dass irgendjemand eine gewisse Eigenschaft oder eine gewisse
einen gewissen Charakterzug an einem zu schätzen weiß und sich den auch zu eigen machen möchte oder den inspirierend findet, das ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Kompliment, ein Vorbild für jemanden zu sein. Und wenn ich das für jemanden sein kann, dann ja, ist es natürlich auch schön. Okay. Dann kommen wir vom philosophischen Teil zum pragmatischen Teil. Und zwar fragt Manuel F., wo du die Cap her hast, die du in deinem Video aufhast. Die da? Die Cap, ja, nehme ich auch mal als Kompliment die Interesse an meiner Cap. Nein, wenn du es wissen willst, es gibt da so einen Shop, Online-Shop, der heißt Spreadshirts. Da kannst du dir T-Shirts machen lassen, aber nicht nur T-Shirts, sondern auch diese Kappen oder Sticker oder Beanies. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt auch den Kanal Game Over Brettspiele habe und auch auf Messen unterwegs bin oder auch für mein Video, ich habe ja in meinen Videos immer eine Cappy auf, dann könnte ich das auch als Markenzeichen nehmen, so mehr oder weniger. Und da brauche ich dann aber auch mal eine Cappy, die ein bisschen individualisiert ist. Und auf dieser Seite Spreadshirt habe ich mir dann mit meinem Logo hier und dann noch hier Follow Me on YouTube, so ein Bannersiegel auf der Seite, habe ich mir das Ding selbst gestaltet und ja, mir dann zuschicken lassen. Und hast noch einen Promocode? Ein Promocode? Bin ich heute bereit? Sowas habe ich noch nicht, so groß bin ich noch nicht. Das mache ich dann ab einem anderen Level. Oh, jetzt, nein. Hättest du ja einen ausdenken können jetzt. Ja, zu spät. Ja. Nein, aber wenn ihr tatsächlich Interesse habt an dem Design, wenn ihr sagt, das ist so cool geworden, das wollt ihr auch, dann kann ich auf Spreadshirt, das habe ich gesehen, dieses Design, was ich erstellt habe, auch für andere verfügbar machen. Dann könnt ihr euch, wenn ihr die Kappe so toll findet, die gleiche Kappe auch bestellen. Also wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann veröffentliche ich das Design. Das ist kein Problem. Dann verdiene ich vielleicht auch ein paar Euros, wo ich dann auch meine Brettspiele mit refinanzieren kann. Ja, du bist ja auch ein armer Kerl. Ja, auf jeden Fall. Okay, apropos Spiele. Thorsten fragt, wie viele Spiele du hast. Hast du da eine ungefähre Anzahl? Boah, wie viele Spiele ich habe? Das kann ich dir sogar ganz genau sagen. Ich habe, also Boardgame Geek sagt mir, ich habe in meiner Kollektion ohne Erweiterungen 202 Spiele. So, keine ausschweifende Antwort. Okay, hast du deine Spiele bei BGG? Ja, fast. Ja, Boardgame Geek. Du willst Einblick auf deine Sammlung und deine Ratings gewähren. Okay, zu Punkt 1. Ich bin da sehr penibel. Ich erfasse da alles im Detail. Also jedes Spiel, was ich mir kaufe, das wird sofort in meiner BGG-Sammlung ergänzt, sodass meine Freunde da auch immer reingucken können. Zum zweiten Teil, ob ich das teile. Aktuell würde ich sagen, nein, machen wir es noch ein bisschen spannend. Vielleicht ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Abozahl, vielleicht so die magische 1000, mal gucken. Da könnte ich mich dazu breitschlagen lassen, euch da mal Zugang zu gewähren oder vielleicht auch einfach mal mein Regalwändchen zu zeigen. Dein Regalwändchen? Mein Wändchen mit meiner bescheidenen Sammlung. Gut. Dann die nächste Frage. Welches war dein erstes selbst gekauftes Spiel, abgesehen von Kinderspielen? Ja, also Kinderspiel ist sowas wie Monopoly, was man früher mal bekommen hat. Und Siedler von Catan ist wahrscheinlich damit gemeint. Frage ist auch noch von Thorsten. Boah, er hat viele Fragen gestellt. Finde ich gut. Ja, mein erstes selbst gekauftes Spiel, da würde ich sagen, das war tatsächlich eins, das ich mir auf der Brettspielmesse Essen gekauft habe. Ich glaube, mein erster Besuch in Essen war 2013. Und ja, vorher hatte ich mit Brettspielen nicht so viel am Hut, an der Cappy. Und habe ich mir gekauft Zombicide. Ach Quatsch, nee, nicht Zombicide. Muss ich gleich rausschneiden. Das war nicht Zombicide, das erste, was ich mir gekauft habe. Das erste Spiel, was ich mir auf der Messe gekauft habe, war Zombie Town. Das ist so ein kleines Kartenspiel so im Manga-Look, wo man einen Charakter verkörpert. Und die Geschichte ist die, dass die Stadt von den Zombies, wie man es kennt, wie soll es auch anders sein, von Zombies überrannt wird und man dann Zombies auf der Hand hat und die den anderen Spielern vor sich hinlegt. Und die schieben die dann weiter, sodass man die auch wieder rüberbekommt. Und dann muss man sich die mit verrückten Waffen abwehren. Da gibt es auch so eine Christmas-Expansion, wo es einen Weihnachtsmann-Zombie gibt und man Schneebälle mit Steinen auf die Zombies werfen kann. Ja, relativ. Das haben wir in der Uni auch rauf und runter gespielt und im Freundeskreis, dass da
Das war cool, ja. Das war mein Einstieg. Und dann, wie ich gerade schon erwähnt habe, bin ich danach aufs Zombie Side umgestiegen. Das war so das erste größere Spiel, was ich mir gekauft habe. Und dann ab da gab es kein Halten mehr. Dann ist das alles exponentiell gewachsen. Wieder eine ausführliche Antwort. Gut, welches Spiel ist denn dein Guilty Pleasure, sofern du eins hast? Guilty Pleasure, also mein schuldiges Verlangen. Dein Guilty Pleasure. Mein Guilty Pleasure. Was verstehe ich denn darunter? Weiß nicht, wie man es auf Deutsch ausspricht. Was würdest du denn sagen, was ein Guilty Pleasure von mir ist im Warte, Regal? warte, ich überlege, wie das heißt. Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Okay, dann übersetze ich mir das einfach mal so: Guilty Pleasure, Laster. Laster. Also ein Spiel, was lasterhaft ist. Ja, was dein größtes Laster ist, was vielleicht gar nicht so gut ist, was du trotzdem machst, oder was du dir immer wieder kaufst, oder dir doppelt und dreifach kaufst, was auch immer. Heckmeck Ambratum Egg Pocket Edition, obwohl ich die Deluxe habe, oder was? Weiß ich nicht genau. Okay. Ich interpretiere das jetzt einfach mal frei für mich. Falls die Frage anders gemeint war, dann Thorsten, stell es mir einfach nochmal, dann beantworte ich sie dir in den Kommentaren. Guilty Pleasure interpretiere ich jetzt einfach mal so: ein Spiel, für das man sich schämt, es im Regal zu haben, vielleicht. Warte, ich hole mal was, ich habe eine Idee. So, da bin ich wieder. Guilty Pleasure, vielleicht könnte man das am ehesten als Guilty Pleasure bezeichnen, und zwar. Opai Go, das habe ich mir damals auf der Messe gekauft. Ich war jung, ich war unerfahren und habe mich von dem Autor bequatschen lassen. Ja, guck mich nicht so an, ich habe es gekauft. Dann stehe ich jetzt auch Voller dazu. Lust. Voller Lust, genau. Opai Go, worum geht Damals. es damals? War das wirklich 2013 oder 2014? Ich weiß Egal, nicht. wir waren auf jeden Fall auch mit einer Jungsgruppe unterwegs, wir waren gut drauf, dann war da dieser Stand und haben gesagt, einer von uns muss das mitnehmen, dann zocken wir das. Opai Go, das hat auch einen sehr raffinierten Plot. Man ist auf einer tropischen Insel und verkörpert eine von vielen in Unterwäsche gekleideten Mädels mit realistischen Proportionen, will ich mal meinen. Und ja, das Ziel des Spiels ist es, dass die sich gegenseitig dann nackt ausziehen und wer dadurch am meisten Punkte generiert, gewinnt das Spiel. Ja, das ist es schon. Opal Go. Da würde ich sagen, Verständlich. ist wie verständlich. Das würde ich sagen, ist so ein Guilty Pleasure. Aber es ist echt witzig. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche Laster, unabhängig davon und unabhängig von Spielen vielleicht? Wie? Irgendwelche Laster? Nein. Was für Laster? Schokolade, was auch immer. Ja, okay. Nutella ist vielleicht noch ein Laster. Okay. So, nächste Frage. Wie viel Zeit reservierst du dir unter der Woche für Brettspiele? Das fragt Claudia. Miguel tippt, dass du fast nichts anderes machst. Der Miguel wieder. Ich würde das bestätigen. Was? Eine subjektive Meinung Du von der darfst Stimme aus dem Off. dich da nicht beteiligen. Ich beantworte dir die Fragen. Okay, dann hau rein. Was war die Frage? Nein, kleiner Scherz. Wie viel Zeit ich dafür beanspruche? Ich habe montags meine feste Spielerunde. Wir starten immer um 18 Uhr und je nachdem, wann der erste schwächelt, dauert das Ganze so 4 bis 5 Stunden. Im schlimmsten Fall spielen wir auch manchmal bis 12 unter der Woche. In so einem Fall von Barrage zum Beispiel, wenn wir ordentlich Punkte pumpen. Ja, das sind so die ersten 4 Stunden, die auf jeden Fall, würde ich mal sagen, safe sind in der Woche, wo ich Brettspiele spiele. Dann spielen wir ja ab und zu was, nur wenn ich dich mal wieder dazu zwinge. Ab und zu, ja. Ab und zu. Wie viele Stunden sind das so? Vielleicht zwei. 20. Nee, es kommt nicht 20 Stunden, Der Woche mindestens. 2 Stunden höchstens. 20. Nein, 2 Stunden höchstens. Ist ja nicht so, dass ich dich jeden Tag zu Tsukuyomi oder sowas zwingen Doch, würde. doch. Das stimmt alles gar nicht. Nein, also zu diesen 4 Stunden würde ich jetzt einfach mal pauschal 2 Stunden nochmal so 2 Stunden ist aber lächerlich. Das ist überhaupt nicht lächerlich. Würde ich nochmal 2 Stunden mit dir dazu rechnen. Und ja, im allerbesten Fall kommt dann nochmal ein Freund oder irgendwas sowas vorbei oder am Wochenende. Jetzt bin ich ja auch im
guten Kontakt mit dem Olli vom Brettspiel-Teddy und da hoffe ich mir auch, dass mein Brettspiel-Counter-Zeit noch ein bisschen mehr steigt. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, genau wie man so schön sagt. Und ich würde sagen, dann insgesamt kommen wir mal so abgerundet, aufgerundet, Pi mal Daumen auf 7-8 Stunden die Woche. Ja, am Tag, okay. War nicht an. Gut, dann nächste Frage. Gibt es ein Spiel, von dem du traurig bist, es verpasst zu haben, das out of print ist oder einfach nicht mehr aufzutreiben ist? Außer übertriebene Preise. Interessante Frage. Okay, es gibt auf jeden Fall Spiele, von denen häufig erzählt wird, dass sie out of print sind und doch so toll sind. Was gibt es denn da so ein Battlestar Galactica? Das hört man auch immer wieder. Das fände ich zum Beispiel interessant auszuprobieren. Ob ich es haben will, weiß ich gar nicht, weil ich glaube, ich habe einfach bessere Spiele mit Verrätermechanismus oder modernere Spiele mit Verrätermechanismus. Und ich glaube, dass viele, die von so einem Battlestar Galactica sprechen, dass da viel Nostalgie mitschwingt. Und ich glaube, wenn ich das jetzt spielen würde, dann würde es mir gar nicht so gefallen, weil ich das zu dem Zeitpunkt, wo es sowas noch nicht so viel gab, noch nicht mitgenommen habe. Also Battlestar Galactica würde ich jetzt nennen, oder was gibt's denn da noch so? Naja, also Spartacus ist ja genial, das habe ich ja, da gibt es auch eine Neuauflage, von daher, auch mit Erweiterung habe ich das alte. Von daher, da habe ich nichts verpasst. Vielleicht doch eins hätte ich ein kleines, dieses Skulking Würfel-Edition, das Skulking das Würfelspiel. Ich glaube, das ist was out of print ist, was ich ganz gerne hätte, aber nicht zu überzogenen Preisen. Bist du bei Monster Hunter traurig? Bei Monster Hunter, wo steht die Frage? Die kann ich nicht reininterpretiert. Na gut. Ja, ich bin für meine Community oder für die Leute, die zuschauen, ich bin großer Monster Hunter-Fan, von der Videospielreihe ein Riesenfan. Ich habe seit der PSP alle Teile mitgenommen und auch so ein Ritual, dass wenn ein neuer Teil rauskommt, ich mich dann immer mit meinen Freunden treffe und wir das spielen. Und als das Brettspiel rauskam, ja, war ich auch aus dem Häuschen, aber ich bin jemand bei Monster Hunter, wenn ich das mir geholt hätte, dann hätte ich alles haben wollen, aber ich fand, dafür war es einfach viel zu teuer und dann habe ich gesagt, schweren Herzens, nee, ich mache es nicht mit und mal gucken, ob ich das bereuen werde. Ich weiß es noch nicht, weil ich weiß halt nicht, wie gut es sich spielt. Vielleicht werde ich das bereuen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall. Monster Hunter, ich glaube, das einzig Wahre ist das Videospiel dazu. So, nächste Frage ist auch wieder ein bisschen technischer. Technische Frage, die mag ich. Bei welchem Spiel würdest du eine Mechanik hinzufügen, tauschen oder entfernen, sodass du dir das kaufen würdest? Von? Für wen ist die Frage? Patrick T. Von Patrick T. Ja, Grüße raus an Patrick T. Naja, Patrick, da hast du mir natürlich wieder eine knifflige Frage gestellt. Das Ding ist halt, wenn mir ein Spiel nicht gefällt, dann schwingt da meistens, oder dann ist es meistens nicht nur die Mechanik, sondern irgendwie das Gemisch aus allem. Und wenn ich dann sage, okay, ich will das gar nicht haben, dann mache ich mir, glaube ich, auch gar nicht die Mühe, darüber nachzudenken, was müsste ich jetzt ändern, damit ich es haben will, sondern widme mich eher Spielen, die ich von Grund auf schon gut finde oder wo ich von Grund auf schon neugierig bin, die ich spielen möchte. Oder ich greife einfach zu einem alten Spiel, weil ihr habt ja bestimmt auch ganz viele alte, tolle Spiele, die eigentlich viel öfter gespielt werden müssten. Ich versuche jetzt trotzdem einmal kurz drüber nachzudenken, was ich da für ein Spiel hätte. Was hat denn mir nicht gefallen? Auch diese komische Musik zu machen. was könnte ich nehmen? Also was mir zum Beispiel nicht gut gefällt, ist sowas wie ja, habe ich schlechte Spielerfahrungen mitgemacht. Gaia-Projekt oder Terra Mystica, das habe ich halt mit Profis gespielt. Dann war ich halt immer in einer schwierigen Situation am Anfang. Ich habe mich schon ungünstig positioniert und hatte das Gefühl, ich renne da nur noch hinterher. Und selbst wenn ich optimal spiele, die Profis spielen auch alle optimal und dann gibt es keine Chance mehr, dass ich irgendwie wieder rankomme. Von daher, vielleicht hätte mir Terra Mystica und Gaia-Projekt besser gefallen, wenn es da so eine Art Aufholmechanismus gäbe, aber ich weiß nicht, ob dann, wenn es so einen Catch-up-Mechanismus gäbe, ob die Profis da noch dran Spaß hätten. Also ich glaube, da lag einfach das Leistungsniveau zu weit auseinander, weil ich das Spiel schon viel häufiger gespielt habe und ich das erste Mal damals gespielt habe. Okay, das heißt, du bist einfach noch kein Profi.
In Gaia-Projekt und Terra Mystica bin ich auf jeden Fall kein Profi, aber danke der kritischen Nachfrage, dafür bin ich der Klong-Vize-Weltmeister. So. Nächste Frage, bitte. Danke, wir haben eine coole Frage von Miss Casanova. Wer ist das denn? Und zwar fragt sie, wie sieht deiner Meinung nach die Brettspielwelt in 50 oder 100 Jahren aus? Ja, eine sehr philosophische Frage. Genau, da gibt es auch einen Vorschlag von Miguel. Ja, Miguel mal wieder. Der hatte wahrscheinlich zu viel Zeit und schreibt. Eine richtig coole Frage, ja, das sehe ich auch so. Und zwar, in 50 Jahren gibt es alles nur noch digital. Holz, Papier gibt es nicht mehr, nur noch 5D-Brillen und jeder sitzt auf der Couch. In 100 Jahren dagegen ist dann alles wieder wie heute. Stimmst du dem zu oder hast du eine andere Meinung? Oh nee, dem stimme ich nicht so ganz zu. Also dem weiß ich nicht, man spielt ja auch Brettspiele, weil es was anderes ist als Videospiele. Keine Ahnung, wenn ich meine Erfüllung vollends in Videospielen finden würde, dann würde ich ja gar keine Brettspiele spielen. Und von daher, Miguel, stimme ich dir da nicht ganz zu, außer vielleicht dem letzten Punkt, dass in 100 Jahren immer noch Brettspiele gespielt werden. Aber ich glaube, wie die gespielt werden, das wird sich verändern. Ich kann mir gut vorstellen, dass in 50 Jahren die App-Anbindung noch viel ausgeklügelter ist, noch viel cleverer. Ich kann mir vorstellen, dass in 50 Jahren keine Anleitungen mehr beiliegen bei den Spielen, sondern alles nur noch per QR-Code mit dem Smartphone abgescannt wird und du dann die Anleitung vorgelesen bekommst oder direkt auf Erklärvideos kommst. Das kann ich mir gut vorstellen. Oder dass das ganze Brettspielgeschäft vielleicht mehr aus dem stationären Handel ausgelagert wird, auch wenn das vielleicht einige traurig finden. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass das Ganze dann viel mehr über Crowdfunding-Plattformen abläuft und vielleicht auch Brettspiele in 50 Jahren mehr nach Bedarf produziert werden, als einfach mal auf gut Glück, weil sie halt auch viel Platz wegnehmen. Das glaube ich so in 50 Jahren, aber muss nicht stimmen, was ich da erzähle, ist einfach nur eine Einschätzung. Und in 100 Jahren glaube ich, dass wir vielleicht gar keine Spielbretter mehr im klassischen Sinne haben, auch vielleicht keine Figuren mehr im klassischen Sinne, keine Miniatures. Da kann ich mir vorstellen, dass diese Miniatures einfach nur noch so kleine Sockel sind und mit dem Smartphone aktivierst du die und dann erscheint da so eine kleine Holo-Figur von dem, was du gerade spielst. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendein Dungeon-Crawler spielst, dann hast du da deine Sockel und dann wird daraus entstehen da so kleine Dämonen, die dann drauf ploppen und dann hast du deine Heldensockel, da steht dann, kannst du aussuchen, switchst du so rum, welche Figur da erscheinen soll und dann lässt du da deinen Berserker erscheinen und auch das Spielbrett, das kann ich mir vorstellen, dass man das dann auch mit dem Smartphone konfigurieren kann und dann als Holo-Projektion das erscheint, wo man gerade spielt oder welches Spiel man gerade spielt. Interessant, aber das wirst du ja eh nicht mehr miterleben. Je nachdem, ob ich genauso Nutella weiter essen wie jetzt oder nicht. Okay, dann sind die 50 auch mal unrealistisch. Frechheit. Gut, dann kommt die nächste Frage. Die gefällt mir persönlich am besten. Und zwar, in welchem Spiel würdest du gerne mal aufwachen? Ja. Nächste Frage. Okay, kein Kommentar. So, dann fragt der Brettspiel-Teddy. Grüße gehen raus an Olli. Gegen wen wirst du demnächst bei Schottentotten 2 verlieren? Das ist die schwierigste Frage, dann sind wir schon bei der letzten. Ja, ne? Genau, das ist die schwierigste Frage. Ja, kannst du nochmal bitte genau vorlesen, was er geschrieben hat? Gegen wen wirst du demnächst bei Schottentotten 2 verlieren? Der hat doch mehr geschrieben, lies weiter. Ich denke, das kannst du locker beantworten. Ja, locker beantworten, das kann ich nicht. Ich wusste schon seit meines Zivildienstes, dass man auf ältere Herrschaften immer Rücksicht nimmt. Und andererseits weiß ich, Olli, du bist ja auch eine Kämpfernatur. Von daher war ich immer hin und her gerissen, ob ich jetzt dich voll wegledern soll oder ob ich dir eine realistische Chance geben sollte. Und das war gar nicht so leicht für mich zu beantworten. Und ihr könnt gerne das Video angucken. Da seht ihr, dass ich dem älteren Herren natürlich auch eine realistische Chance eingeräumt habe. Auch deswegen, dass er dann auch gerne wieder in mein Format kommt und auch gerne wieder die Herausforderung bei mir sucht. Okay, so, dann sind wir eigentlich schon durch. Das waren eine ganze Menge Fragen. Und ja, würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich mache die Abmoderation. Bis dann. Ciao. Ciao. Und vielen Dank für die ganzen Fragen. Ach ja, bevor wir beenden, das wurde jetzt wieder abrupt von meiner Assistentin eingeleitet.
Wir haben natürlich, ich habe natürlich das Rätsel des Videos. Und zwar, was ist es diesmal? Wer ist diese Figur? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir, wie ihr das Special fandet. Hat es euch gefallen? Ich hoffe ja. Wenn es euch nicht gefallen hat, am besten gar nicht erst hinschreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.